Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Virginia. Es war ja echt blöd, dass sie die Akte jetzt gesehen hat, ey. Und wir haben uns gerade angenähert. Mann, das ist Kacke. Ist doch echt sowas von Kacke. Sie hat uns diesen Büffel als Kuscheltier geschenkt. Und, ach Mann. Ich weiß auch gar nicht, warum haben wir uns überhaupt die Akte von ihr geben lassen? Oder haben uns die überhaupt genommen? Wollten wir mehr über sie erfahren? Aber warum sollte einem das von vornherein wichtig sein, bevor man mit jemandem überhaupt zusammenarbeitet? Was? Huch. Wir sind wieder am Träumen. Ich check ihre Träume nicht ganz so. Freitag. Okay, wir sitzen alleine im Café. Kuscheltier dabei, Akte dabei und diesen komischen abgebrochenen Schlüssel dabei. Wir fahren mit dem Taxi zur Arbeit. Ich weiß, was sie vorhat. Sie will darüber klettern und die Kette holen. Für sie. Um es wieder gut zu machen. Wie praktisch, dass da gerade so ein Baum reingefallen ist ins Tor. Eieiei. Mädel, du hättest auch einfach auf die andere Seite abspringen können. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, nein. Ja, da sage ich jetzt nichts zu, ne? Merkst du selbst. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir hier drin Luca finden? Oder Lukas finden? Lukas oder Luca? Dass wir den hier finden? Was hat sie für ein Trauma mit dieser roten Farbe? Ja, aber komm, Mädel, so weit
Kannst doch nicht geflogen sein, oder? Ja, das nenne ich nicht gute Konstruktion. Gute Bauarbeit ist das, ne. Genau. Bis dahin ist das geflogen. Wow, der kann werfen. Ey, er sollte echt ins Baseball-Team. Wie grün das hier ist. Grün ist das neue Rot. Kette haben wir. Aber wir haben keinen Lukas gefunden. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt auf dem Weg zu ihr? Nee. Die lebt noch? Das ist so ein Teil zum Türen öffnen. Ha, muss man ja auch mal wissen, ne? Küche, oh, die hat mein Waschbecken. Warte mal, sieht ein bisschen aus. Warte mal. Das ist doch hier die Wohnung von unserer Arbeitskollegin. Dann war das wohl doch ihre Mutter. Warum machen wir das jetzt? Ich finde das nicht in Ordnung. Das vielleicht das Büro ihrer Mutter? Oder gedacht, das Arbeitszimmer? Woran hat die denn geforscht, ey? Das ist nicht unser Boss? Sie denn da? Geh weg. Ich habe jetzt Akten abgegeben.
Wir sind wieder im Taxi. So, selber Ort wieder zum Saufen. Es sah gerade aus, als wenn alles brennen würde. Oh, hi. Hör zu, du musst das verstehen. Aber egal, ich habe was für dich. Warte. Warte. Hier ist deine Akte. Jetzt nimm sie schon. Oder so, siehst du? Es ist mir egal, aber warte. Was? Das ist doch der Umschlag, den wir gemacht haben. Den hatten wir in unserer Wohnung hingelegt. Sie war in unserer Wohnung. Sie ist weg. Samstag. Letzter Tag. Oh Gott, krieg ich Panik. Ach mein Gott, träumt die schon wieder. Die träumt das, oder? Boah. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Wecker in Stimmbruch. Ich gehe ja schon. Ich habe geschlafen. Es ist Samstag. Ich arbeite heute nicht. Wie spät ist es überhaupt? Ja, ist doch gut. Mach da schon die Tür auf. Was? Moment, was ist los? Was ist passiert? Was? Du auch? Was machen wir hier drinne? Was soll das? Was ist denn hier los? Was? Wir sind tatsächlich im Knast, das war kein Traum. Was ist denn? Kannst du mal bitte mit mir reden? Das wäre echt angebracht. Warum trägst du immer wieder dieselbe Jacke? Ach mein Gott. Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Ich will das wissen. Oho. Ich hätte gerne was zu essen. Warum waren wir jetzt überhaupt im Gefängnis? Wir kündigen. Nee, doch nicht. Wir haben jetzt ihre Akte
abgegeben, die wir ja eigentlich erst weggeschmissen hatten. Wir haben die abgegeben. Und wurden jetzt befördert, oder was? Pokerabend. Und unsere Arbeitskollegin ist immer noch im Gefängnis, oder was? Aber warum? Wegen der Sache mit ihrer Mutter? Nein. Sie muss sich bei den Mitarbeitern einschleimen, bei jedem. Und dann... Und dafür sorgen, dass sie gekündigt werden oder Sachen über die herausfinden. Dass sie vielleicht korrupt sind oder sowas. Und jetzt ist sie der Oberboss. Okay. Und hat eine neue gefunden für ihren Job. Sehen Sie zu, dass Sie was finden, damit er geht. Schlüssel haben wir immer noch nicht gefunden. Nicht Dingens. Nicht herausgefunden, sag ich jetzt mal so. Ungeklärt. Das war deine Liebste. Also, deine liebste Freundin. Und sie hat ihr nie die Kette gegeben. Boah, wie arschig ist das denn bitte? Da jetzt, oh mein Gott, die sitzt immer noch im Gefängnis. Nein, immer noch mit derselben Jacke? Oder wie? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Nein, wir sind jetzt zurück. Wir haben das uns bestimmt nur gedacht, wie unser Leben... Ah, wir haben bestimmt nur gedacht, wie unser Leben aussehen würde, wenn wir... Oder? Also wir haben ihr jetzt die Kette gegeben. Und tun jetzt was?
So, Kette haben wir ihr gegeben. Ja, wir sind wieder jung. Das ist der Brief, den wir eingesteckt hatten. Aber die... Ach so, da. Hat sie gerade Beweismittel vernichtet? Hä? What? Träumt die wieder? Ich blick das Spiel nicht, ey. Hä? Ich blick's nicht. Ah, die Musik ist schon wieder so irre laut. Wie weit denn noch? Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ich verstehe es jetzt gerade zum Schluss nicht. Vorher war ja alles klar, aber jetzt so zum Schluss. Wirkt gerade so ein bisschen, als würden wir uns unter Wasser bewegen. Das ist die rote Tür, vor der wir immer Angst haben. Oh je. Oh je. Was? Oh je, der Büffel. Nein, 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 nein.
Sie ist noch am Träumen, okay? Jo, jede Erbse einzeln, bitte. Jetzt wird's eklig. Er hat das fotografiert. Da steht die Mutter. Daddy, guck mal, ich bin beim FBI. Oh. Der Schlüssel.
Ah, deswegen ist er abgebrochen. Okay, gut, danke. Jetzt bin ich bef vollkommen befriedigt, dass ich es weiß. Oh, jetzt sag nicht, dass da der tote Vogel drin ist. Dann checke ich überhaupt nichts mehr. Toll, was war da jetzt drin, ne? Ganz ehrlich, Leute, ich bin definitiv raus. Ich verstehe nichts mehr. Jau. Was? Hä? Sie ist wieder frei. Lukas! Was? Okay, Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, Lukas war wohl nur auf so einem Gig und unterwegs. Ich habe zu einem gewissen Punkt verstanden, vor allem worum es ging, aber jetzt gerade zum Schluss habe ich es nicht mehr gescheckt. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und das jetzt nicht, weil da jetzt keiner drin geredet hat, sondern weil, hä? Ne? Was war das gerade zum Schluss? Viele Fragen wurden nicht beantwortet. Zum Beispiel, was war in der Kiste? Dafür wurde beantwortet, für was der Schlüssel ist und so. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also, ich fand das Spiel jetzt nicht so toll.
weil das Spielprinzip hat mir jetzt nicht so gefallen, denn wir hatten halt kaum was zu tun. Dafür waren natürlich die Szenen, die Farben und sowas alles, so die Bilder, die Grafik und so, das hat mir wiederum gefallen. Dass sie jetzt da drinnen nicht geredet haben, hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Dass die Musik teilweise so laut war, ja, ne? Muss ich ein bisschen kleiner, leiser stellen, wenn ich das hochlade. Ja. Mir hat es jetzt persönlich nicht so toll, also nicht so gut gefallen, weil ich es am Ende nicht verstanden habe. Für die Leute, die es verstehen, Hut ab. Ich verstehe es nicht. Ja, ich kann zu dem Spiel auch nicht großartig viel sagen. Außer das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin etwas verwirrt. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf die Couch und sammel mich. Und trinke mir jetzt, glaube ich, auch endlich ein Bier. Auf jeden Fall, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.